Nun geht unser Rundgang weiter mit dem vierten Teil. Wir befinden uns immer noch in dem Moor. Wanderung geht immer weiter durch das Moor durch. Wie schon gesagt, es ist nicht ratsam, hier alleine reinzugehen. Dann sollte man lieber mit mehreren Leuten reingehen, dann besteht hier wirklich Lebensgefahr. Man sollte auch nicht die Wege verlassen, denn Hilfe kommt so leicht keine. Man begegnet hier im Moor fast die Leute. Dann bitte aufpassen, damit sie nicht die Orientierung verlieren, denn es ist hier nicht weiter ausgeschildert. Neben dem Moos auf ein bisschen Hofwald. Dazu muss man auch über die breiten Gräben mit der Brücke gehen.
Wir verlassen hier das Moor, gehen über die Brücke weiter nach Bugewitz. Und es ist eben allzu weit nach Bugewitz. Bugewitz ist nur ein kleines Dorf. Nun haben wir Bugewitz erreicht. Bugewitz ist ein kleines Dorf, abgelegen von der B109. Das ist bei Hochwasser, ist einmal der Deich im Haff gebrochen und hat die ganze Wiesen überschwemmt und es wurde nicht hier wieder zurückgebaut. Dadurch entstand nachher diese herrliche Landschaft. Oben hier von diesem Außenturm kann man gut die ganze Naturlandschaft überblicken. Unten geht nun auch der Fernradweg lang nach Usedom. Teil von unserer Wanderung vom Mönkebude bis nach Carnin Usedom geht nun auch langsam zu Ende. Dann geht nachher weiter nach Kamp. In Kamp kann man die Carniner Brücke sehen. In Kamp ist nachher auch die Peene. Dann geht nachher weiter mit dem fünften Teil.